Mit mega geilem Intro. Richtig cool gemacht, muss ich sagen. Also wirklich, das gefällt mir jetzt schon. Von der Grafik her hat das echt mal einen Sprung nach vorne gemacht. Wahnsinnig. Entschuldigung, das Eingreifen. AJ! Na toll. Geht das schon wieder los? So, zerreiß das Klebeband. Achso, Klebeband nur? Okay. Hoffentlich. Wo bin ich hier? Das ist eine gute Frage. Ich muss das mal ein bisschen um. Beziehungsweise ich werde noch mal kurz ein bisschen unterdrehen. Moment. Ich muss leider einmal kurz raustappen. Wenn das denn geht. Moment, so. Muss leider einmal kurz raustappen. Ist alles nix. Ich muss das ein bisschen leiser machen. Sonst bin zu heavy. So. So, Spiel fortsetzen. Spiel fortsetzen. So, begutachte den Erste-Hilfe-Kasten. Tun wir. Öffne die Schublade. Memories. Erinnerung. Okay. Ein Kinderheim. Eine Schule. Internat. Betrachte den Zeichenblock. Das haben wir doch eben schon getan. Oder müssen wir das nochmal machen? Jetzt können wir mal genauer reinschauen. Interessant. Best Friends wahrscheinlich. Family, Memories. Family. Hm. Wo zum Teufel bin ich? Das werden wir gleich rausfinden. Das werden wir gleich rausfinden. Das hier? Die Kiste interessiert mich. Das ist auch ein Stuhl, Kleines. Hol mal einen Stuhl. Der hinter dir steht. Ich hätte die Lehne nach vorne. Naja, egal. Jetzt aber, ne? Kann ich nicht. Doch jetzt. Hakt ein bisschen die Steuerung. Mit Einhörnern drauf. Ist das nicht schön? So müsste es gehen. Okay. Scharf genug. Scharf genug? Scharf genug für was? Dann können wir nichts aufmachen. Zeichenblock sollen wir auch noch nicht. Gut, dann lassen wir es jetzt mal. Versuchen wir es mal rauszukommen. Verwende den Spachtel. Ja. Ist jetzt sonst nicht, wofür wir das sonst nutzen können. Oder ist hier noch irgendwas dran? Nee. Na gut.
lang oder da lang? Fuck you. Offensichtlich sollen wir in die Richtung gehen, aber wir gehen erstmal hier drüben lang. Ich möchte wissen, was hier noch so ist. Da gehen wir auch gleich rein. Ich mache erstmal eine kleine Runde. Betrachte die Trümmer. Da ist nichts. Das ist nicht viel. Dreh ich doch nochmal um, Clementine. Ich will doch mal wissen, was hier so ist. Prüfe die Tür. Ach, die kriegt sie mit dem Spachtel nicht auf, oder? Okay. You suck. Okay. Also offensichtlich sollten wir hier nicht längs latschen. Längs latschen. Da waren wir ja drin. Da drüben war nichts. Gut, dann gehen wir halt doch da lang. Wenn wir hier lang gehen sollen, dann gehen wir halt hier lang. Etwas nervös, der Junge. Einen Waffen in dich zeigen. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Beweg dich nicht. Bleib, wo du bist. Dreh dich nicht um. Leg das Messer hin. Warum machst du das nicht auch? Überraschung. Wir tun dir nicht weh. Wir haben den Jungen. Er ist in Sicherheit. Ich bring dich zu ihm. Leg einfach das Messer hin. Wie soll ich wissen, ob ich dir trauen kann? Beweis es mir. Zeig ihn mir. Vertrau mir. Dann tu ich's. Ach, da der Brandnarben, der Junge, der Kleine hier. Heftig. Siehst du? Wir tun dir nicht weh. Ich bin Marlon. Der Kleine ist Tennessee. Kurz Ten. Er hat sich um dich gekümmert. Ja, sagt nicht viel. Clementine. Tut mir leid wegen der Tür und den Fesseln und so. Du warst in einem schlechten Zustand, als wir dich fanden. Wir mussten vorsichtig sein. Nur für alle Fälle. Keine Erklärung nötig. Wie gesagt, ich war in einem schlechten Zustand. Ja, milde ausgedrückt. Muss da draußen hart gewesen sein, für euch zwei. Ich wollte dir aber keine Angst machen. Ich war nur vorsichtig. Tut mir leid, wenn es falsch rüberkam. Aber jetzt bist du sicher. Dein Freund auch. Komm, gehen wir zu deinem Jungen. Ich weiß nicht. Ich bin ja immer so ein bisschen... Ich meine, der Lüde hier, dem vertraue ich schon, aber dem anderen, ja, weiß ich nicht. Das sind immer solche komischen Charaktere, da weißt du immer nicht, wie die ticken. Das ist. Bis jetzt hat es in keiner Gruppe so richtig gut funktioniert. Okay. Ihr habt also da draußen eine ganze Weile überlebt. Ja. Wir sind schon lange unterwegs. Du weißt dann wohl, wie du klarkommst. Man trifft selten jemanden in unserem Alter allein in der Wildnis. Kann mir kaum vorstellen, wie das gewesen sein muss. Klar, ich tue, was ich kann. Egal was. Quäl dich deswegen nicht. Wir alle tun, was wir müssen. Gut, dass wir dich rechtzeitig gefunden haben. Es war nicht leicht, euch beide aus dem Wrack zu ziehen. Und da kamen Beiße. Ist das Auto Schrott? Ja. Verdammt. Musste schnell sein. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir den Rauch nicht gesehen hätten. Danke. Ganz allein mit dem Jungen? Keine schöne Vorstellung. Ich habe schon übles Zeug. Hallo? Hallo?
Was ist mit ihm los? Du bist neu hier. Wir haben sowas wie dich noch nie gesehen. Was? Sowas für mich? Wie sowas für mich? Wo sind wir hier? Du hast sicher gemerkt, dass das mal eine Schule war. Jetzt ist es, was immer wir wollen. Wer hat hier das Sagen? Tja, ich. Klingt sicher komisch, ein Kind, das auf Kinder aufpasst. Aber wir kommen gut zurecht. Wir haben gute Mauern, eine gute Verteidigung und eine gute Lage. Es verirrt sich kaum noch jemand hierher. Wir haben das perfekte Lager aufgebaut. Kinder sind hier sicher. Wir kümmern uns um sie. Gar keine Erwachsenen? Es war nicht immer so wie jetzt. Leute gehen, sterben. Gibt immer weniger von uns. Ich habe etwas aufgebaut, das einigermaßen funktioniert. Dann heiße ich dich hiermit offiziell willkommen. Im Erickson-Internat für Sorgenkinder. Die Beschreibung dürfte auf dich und deinen Jungen ziemlich gut zutreffen. Sorgenkinder. Ist verdammt hart, so lange zu überleben, ohne Sorgen zu haben. Ich war sehr mutig, bevor die Welt den Bach runterging. Hab seitdem eine Menge Ärger gemacht. Wir mussten schnell erwachsen werden. Das gilt erst recht für deinen Jungen. Er hat uns ziemlich terrorisiert. Wie bitte? Sagen wir einfach, dass er ohne dich ziemlich unglücklich war. Hm. Extrem. Hey, Marlin! Wir haben Weiß am Zaun! Mist, ich muss mich darum kümmern. Wie ich Willy kenne, sind es zwei Beißer-Omas und ein wütendes Eichhörnchen. Der Junge ist drin. Bei Louis, glaube ich. Louis? Ja, stimmt. Geh einfach nur der Musik nach, dann findest du ihn. Komm in die Gänge, Willy! Wo ist deine verdammte Waffe? Ein verärgertes Eichhörnchen allein. Ein verärgertes Eichhörnchen. Ach ja, ja, mal gucken, ob der Ort sich, ja, keine Ahnung. Also ich meine, wir haben ja schon viele Orte gesehen. Die Frage ist natürlich wie immer. Die Frage ist natürlich wie immer. Immer der Musik nach. Okay. Lohnt es sich? Übrigens, wenn es zwischendurch mal leckt, das ist immer in diesen Ladezeiten. Wundert euch nicht, also irgendwie scheint die CPU so dermaßen ausgelastet zu sein in der Sekunde. Es kann also sein, dass es vielleicht zwischendurch mal ein bisschen leckt, das kann ich dann aber auch nicht mehr groß ändern. So, aber wir schauen uns wie immer erstmal ein bisschen um. Das kann ja sein, dass wir Sachen finden. Wo kommt die Musik her? Ja, die muss natürlich die Treppe hoch, das weiß ich auch, aber ich will hier vorne ein bisschen gucken. Da müssen wir hoch, da hoch, da rum, das ist irgendwie ein Musikzimmer, ist doch klar. Vielleicht mal. Du kleiner Mistkerl! Was? Hey! Hey! Bist du auch endlich wach? Der Knirps hat mich gebissen! Er hat Glück, dass ich ihm keins übergebraten habe. Hat fast ein Stück abgebissen. Du hast es sicherlich verdient, so. AJ ist ein guter Junge. Du hast ihn sicher provoziert. Provoziert? Ich habe ihm auf die Schulter getippt. Das habe ich doch. Also davon, dass ich nett zu ihm sein wollte? Ihr kennt mich mal. Die ist mir jetzt schon irgendwie unsympathisch. Aber ich wollte doch noch gucken. Das war. Achso, nee, das war hier. Ah, alles klar. Das ist hier AJ. Ach, guck. Da vorne ist der Raum schon. Ich dachte, wir müssen die Treppe hoch. Naja, gut. Okay. Clem! Dir geht's gut. Ach ja, ist das schön. Ich hatte Angst, du. Ihn kitzeln. Mir geht's gut. Und weißt du, was du bist? Boss. Kitzlig. Aber, AJ, hör mir zu. Das Mädchen sagt, du hättest sie gebissen. Stimmt das? Sie wollte dir sicher keine Angst machen. Tut mir leid, AJ. Sie hat sich angeschlichen. Ich wollte nichts Böses. Das weiß ich doch. Aber hör auf zu beißen, ja? Kein Beißen mehr. Du bist doch nicht tot. Gut. Hab auf deinen Kleinen aufgepasst. Ich heiße AJ. Wie bitte? Ich hab auf AJ aufgepasst. Danke, weiß ich zu schätzen. Kein Problem. Naja, nicht
kein Problem. Er war etwas anstrengend. Aber ich hatte noch Glück, im Gegensatz zu Ruby. AJ mag es nicht, wenn sich Leute anschleichen. Mach das niemals. Geht klar, kleiner Mann. Aber zum Glück konnte ich ihn mit meiner wunderschönen Musik beruhigen. Ich bin Louis. Clementine. Oh, stimmt. Ganz vergessen. Marlon hat eure Tasche hier gelassen. Keine Sorge, ich mach schon. Oh, mal gucken, ob da noch alles drin ist. Ja. Übrigens, wenn ihr euch wundert, ich habe gerade die Kamera ausgemacht, weil sie sich wahrscheinlich wieder aufgehängt hat. Versucht das gleich nochmal. Pass auf, weiß er auch, was das ist? Ist dreckig. Mach sie sauber. Später vielleicht. Rein da. Wo sie hingehört. Hältst du das für eine gute Idee? Das Ding ist größer als er. Ist die Waffe geladen? Ja. Er schießt besser als du, das garantiere ich dir. Hey! Naja, macht wie ihr denkt. Kennst du noch andere Lieder? Tja, eins noch, aber du bist bewaffnet. Oh, my darling, oh, my darling. Um Gottes Willen. Oh, my darling, Clementine, you are lost and gone forever. Kannst du etwas anderes spielen? Dreadful sorry, Clementine. Wie gefällt es dir, AJ? Naja, es ist laut. Stimmt. Laut ist schlecht. Nicht immer. Drück diese Taste. Na komm. Versuch's mal, dich, AJ. Drück ruhig. Jetzt drück die hier. Und die da. Ein Naturtalent. Hey! Hast du Rosie gesehen? Nein. Scheiße. Wir haben da draußen ein kleines Problem. Ich frag nur ungern, du bist ja noch neu hier, aber wir könnten Hilfe gebrauchen. Hast du Lust, ein paar Beißer zu erledigen? Ja, aber klar. Du auch, Louis. Hol deine Ausrüstung. Ah, okay. So, jetzt leckt es wahrscheinlich gleich wieder mal. Das ist ja komisch, dass die Kamera wieder ausfällt. Das nervt mich so ein bisschen. Hatte ich beim letzten Mal schon das Problem. Rosie! Wo zum Teufel ist sie? Hast du ihr ihre Waffe gegeben? Gut. Du musst es für uns benutzen. Draußen ist eine Gruppe Jäger, die wieder reinkommen will. Die braucht unsere Hilfe, den Weg freizuräumen. In den letzten paar Tagen sind mehr unterwegs als sonst. Fast als ob etwas ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Wie zum Beispiel, naja, eine Explosion oder ein Autounfall. Wei. Was? Ich sag's ja nur. Irgendeine Erklärung muss es geben. Ach Mist. Hallo Clementine, ich bin Violet. Sehr erfreut. Du hast's gehört. Okay, Jungs und Mädels, sie kommen. Dann los. Seid draußen vorsichtig. Okay. Ich bin Violet hier. Fix einem ans Herz. Wirklich. Okay. Ach, das ist ein Stuhlbein. Ich nenne es Olzi. Olzi. Ja, wie es aussieht, muss ich die Kamera. Du musst für mich aufpassen. Ruf heraus, wenn du was siehst, ja? Okay. Wir sehen uns nachher. Wie es aussieht, muss ich die Kamera wieder mal auslassen. So ein Ärger. Irgendwas stimmt da nicht. Aber okay, das soll uns jetzt momentan nicht kümmern. Holzi! Na, sie wissen, was sie tun. Das finde ich schon mal sehr gut. Monster. Natürlich. So. Erstmal Bein weg. Schubs. So.
Zack. Jawohl. Nur etwas Finesse brauchst du noch. Guck so, dann kannst du was lernen. Finesse, okay. Hey, hier drüben, mir nach. Bin mal gespannt. Okay. So geht man mit einem Beißer um. Okay. Dieses Gebiet ist mit lauter Fallen für diese Rindviecher präpariert. Halt nach ihnen Ausschau, sie sind alle markiert. Okay. Oin. Das war schon zu spät, scheiße. Falsche Taste gedrückt. Da steht schon die nächste Schlange. Moin. Na, dann schoben wir die Steine wenigstens mal ein bisschen. Oh, komm, komm. Wo geht denn das nicht? Na gut. Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. Los, gehen wir Ihnen entgegen. So, komm her. Komm. Komm. Okay, kann man machen. Sicher hinterm Tor sind. Haltet Ausschau nach Nachzüglern. Okay. Weißt du, hängt immer noch. Ist gar nicht so übel, angesichts der Umstände und so. Oh, danke. Geben wir ihnen den Rest. Wir wollen ja nicht, dass sie noch mehr Beißer zur Schule locken. Okay. Freundet euch langsam an, Rosie und du. Ich hatte mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund. Rosie kann dir helfen, drüber wegzukommen. Sie ist echt knuddelig. So außer, aus. Wenn sie Beißer in Stücke reißt. Der Beißer kam aus dem Nichts. So, der Spaß ist vorbei. Gehen wir rein. Oh, ich bin am Verhungern. Nicht nur du. Wie war's da draußen? Was meinst du, wie es war? Sei lieb, Asim. In der Sicherheitszone ist fast nichts mehr. Es reicht kaum für heute. Wir müssen weiter auskundschaften, wenn wir Essen für den Winter wollen. Wir reden später darüber. Nichts da. Wir sollten sofort darüber reden. Verdammt, ich hab's später gesagt. Ah, du hast es geschafft. Hm. Der Auftritt hat eine 2+ verdient, Vi. Du warst schon besser. Leck mich. Dann halt eine 2-. Aber Clem hier, eine solide 1. 1+. Sei nicht eifersüchtig, Vi. Steh drüber. Du warst eine Wucht, Violet. 1A. Ich weiß. Ihr seid beide irre. Bisschen Spaß beiseite. Kommt da etwas fürs Herz ins Spiel für Clem? Ja, das ist die Frage. Aber ich glaube nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich war der Russ the Man, ich glaube nicht. Glaube ich nicht. Die sind echt gut. Was die Monster angeht. Hey Leute, das Essen ist fast. Hey,
Voll auf die 12. Ja, du darfst dich nicht an ihn ranschleichen. Er hat ein Problem damit. Offensichtlich. Schmerzhafte Sache. Hör mal, er kann Leute nicht in die, du weißt schon, schlagen und dann mit ihnen zusammen essen wollen. Ich rede mit ihm. Ah. Hey. Hey. Was guckst du dir da an? Was macht der Vogel da? Das ist eklig. Er soll aufhören. Der Vogel ist eine Krähe. Ich habe gelernt, dass Krähen Aasfresser sind. Kannst du das sagen? Aasfresser. 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 Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie nicht wie wir jagen. Sie fressen nur, was schon tot ist. Hm. Aasfresser sind eklig. Allerdings. Ich wollte ihn nicht hauen. Ich wusste nicht, dass es Marvin war. Marlin. Stimmt. AJ, die werden dir bestimmt verzeihen. Wir sollten mit ihnen reden. Aber sie mögen mich nicht. Ich kann nicht. Ach, das werden sie schon. Sie kennen dich nur nicht. Glaub mir. Sie kennen dich nicht, AJ. Wenn sie dich erst kennen, mögen sie dich sicher so sehr, wie ich dich mag. Ich weiß nicht. Marlin war total wütend. Und das Mädchen hat mich angeschrien. Ich habe Angst vor ihnen. Hör zu, AJ. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Das Auto ist weg. Und auf der anderen Seite dieser Mauern sind Beißer. Willst du wirklich wieder da raus? Nein. Also entschuldigen wir uns bei Marlin. Gleich jetzt? Wir sollten unseren Mut zusammennehmen. Reden wir erst mit den anderen. Hilf AJ, Freunde zu finden. Okay. So, ja gut, mit ihr reden wir besser noch nicht. Also ich glaube, nein. Ich glaube, wir gehen erstmal darüber. Komm, AJ! AJ! So, quatschen wir hier erstmal ein bisschen. Hey. Hey, du bist neu. Bin ich. Ich schnitze eine Waffe. Ja, das sehe ich. Das machst du gut. Gefällt dir das, Kleiner? Willst du was Cooles sehen? Ich will es sehen. Cool, was? So poliert man Monstern die Fresse. Monstern die Fresse polieren? Ja. Der Kleine hat Fresse gesagt. Okay. Ihr lebt auch nicht lange. Jo. Ja, es riecht nach... Hey, Leute. Clem, AJ, das ist Omar. Pardon. Omar, der Koch. Hallo, und nein, es ist noch nicht fertig. Omar ist Perfektionist. Wenn der Geschmack etwas daneben ist, muffelt er eine Woche lang. Man hat die Wahl, essen oder gut essen. Man braucht nur etwas Geduld. Ich sag euch Bescheid, wenn es soweit ist. Okay. Dann gehen wir weiter. Das war unser Bogenschütze hier, ne? Reden mit Asim. Hallo? Hallo? Ach, hallo. Ihr seid's. Clementine, nicht wahr? Ja, du bist Asim. Was schreibst du denn? Was heute geschehen ist. Ich halte alles fest. Wie in einem Tagebuch? Ich betrachte es eher als Historie. Die, die nicht aus der Vergangenheit lernen und so. Du schienst vorhin echt wütend auf Marlin zu sein. Er reduziert die Sicherheitszone immer weiter. Wir haben immer weniger Orte zum Jagen. Was bedeutet, dass wir auch immer weniger zu essen haben. Das neue Mädchen hat den Jägern bei der Rückkehr geholfen. Sie hat... Hey, halt die Klappe. Das darfst du nicht lesen, Kleiner. Gib es her. Es lag doch hier. Na und? Na, es lag doch hier. Lies den Satz zu Ende, AJ. Mein Leben gerettet. Ich habe, böses Wort, gebaut und mich blamiert. Das war nicht cool. Ich schreibe nur Fehler auf, um sie nicht zu wiederholen. Ich muss das bis zum Abendessen beenden. Tja, ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Ciao. Arschloch. So,